Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von New Style Boutique 3. Styling Stuff. Ich habe das Outfit von der Yadi an. Und es hat endlich das Haarstudio geöffnet, Rainer. Verdammt, verklickt. Haarstudio, Haarstudio. Mach mich eine neue Frise. Oh, ich bin so glücklich. Oh, die Debbie. Die Debbie sah aber im letzten Teil anders aus, ne? Das wäre vielleicht die beste Option. Vielleicht hab ich ja auch gar nicht den richtigen Zuschnitt hierfür. Mach dir mal nicht so viele Gedanken. Hey, das ist doch die Inhaberin von der Boutique, oder? Das ist sie, hurra! Ich bin so froh, dich zu sehen. Du kannst das Problem sicher auflösen. Oh nein, das Dilemma lösen, meine ich. Ist irgendwas passiert? Ich frage mich ehrlich, was ich mit Patrizias Haaren machen soll. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich wollte eigentlich nur darüber reden, welcher Stil zu mir passen würde. Erinnern Sie sich an die Schauspielerin, über die wir neulich geredet haben? An Maya Gardenza? Sie haben mir noch ein Outfit genau wie ihres zusammengestellt. Jetzt wäre es cool, auch die Haare etwas mehr in ihrem Stil zu haben. Das wäre irgendwie nur logisch. Das einzige Problem ist, dass Maya Gardenza ihr Stil natürlich komplett verändert hat. Ich weiß nicht, was besser zu mir passen würde, ihr alter oder ihr neuer Stil. Ich finde beide echt klasse. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welcher besser ist. Ach, das war es, was ich gerade mit Debbie diskutiert habe. Ich weiß es auch nicht. Es ist aber auch nicht ganz leicht, das zu entscheiden. Genau, das lässt sich nicht leugnen. Ich gebe auf, Maika. Bitte, du musst mir helfen. Was würde hier wohl besser stehen? Tut mir leid, dass wir sie damit belasten, aber sie müssen uns ganz einfach helfen. Also gut, schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Hier ist ein altes Bild. Okay. Da trägt sie die Haare raspelkurz. Okay. Hier ist noch ein anderes. Und so sieht Maya Gardenza jetzt aus. Ein wilder, stacheliger Look. Der letzte Film spielt in einer unterirdischen Festung in der Wüste. Aber ich würde hier nicht die ganze Handlung verraten. Wo kämen wir denn dahin? Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Mayas Gardenzas dramatisch kurzen Haaren oder ihrem wilden Look. Du willst so etwas wie einen asymmetrischen Punk-Stil machen? Was bedeutet denn asymmetrischer Punk-Stil? Das bedeutet, es gibt eine perfekte Lösung. Wenn du einen stacheligen, punkigen Kopf haben willst, dann ist ein asymmetrischer Punk-Schnitt genau das Richtige. Lass mich nachdenken. Okay, verstehe. Legen wir ab. Legen wir los. Nimm einfach, schmatz ich meinen Platz. Na gut. In ein paar Minuten wird dein Wunsch erfüllt sein. Dann siehst du aus wie deine Lieblingsschauspielerin. Also, was meinen Sie? Sollen wir anfangen? Ich muss jetzt aber nicht die Haare schneiden, oder? Ach, das macht die. So. Asymmetrischer Punkschnitt da, bitteschön. Pony gibt's nicht. Die wollte ja nicht die Haare gefärbt haben. So. Lassen wir es erstmal dabei. Schick, nicht schick? Es gefällt ihr. Wow, was für eine Verwandlung. Dieser knabenhafte Look gefällt mir total gut. Ah, wie krass. Ich kann es kaum glauben. Obwohl der wie so getrödelt hat, sehe ich aus wie ein Star. Das ist besser, als ich erwartet hätte. Ah, Entschuldigung, ich habe das nicht im negativen Sinn gemeint. Kein Ding, ich habe das alles schon mal irgendwo gehört. Ich bin dir so dankbar, Debbie, und ihr natürlich auch, Maika. Ich sehe genauso aus wie Maya Gardenza. Diese Frisur ist so cool. Vielen Dank, Debbie, wir sehen uns bald wieder. Pass gut auf dich drauf, ich meine, pass gut auf dich auf. Ich hoffe, die wird irgendwann mal besser mit dem Spruch. Na, ah, lass mich raten. Ich kriege zwar Styling-Punkte, aber nicht das Geld, ne? Geld muss ich natürlich immer über meine eigene Boutique verdienen. Wow, meine erste Kundin. Das verdanke ich nur dir. Du bist einfach verlässlich, wenn es um Stil geht. Dein Modesinn ist unvergleichlich. Hier ein Haarstudio aufzumachen, war wirklich die beste Entscheidung. Ich bin so zerstreut, dass ich sicher wieder deine Hilfe brauchen werde. Ich hoffe, du bist noch da, wenn ich dich das nächste Mal brauche. Ich helfe doch gern.
Darf ich mich jetzt auch? Oh, hallo. Ich wollte dir für deine Hilfe danken. Du hast mir den Hals gerettet. Aber ich wollte nicht nur Danke sagen. Ich habe mir auch etwas für dich überlegt. Oh, das ist doch nicht nötig gewesen. Doch, doch. Du hast mir wirklich geholfen. Da will ich meine Dankbarkeit auch ordentlich zum Ausdruck bringen. Ich meine, ich habe nichts Besonderes Tolles für dich, aber... Wie wäre es, wenn ich dir die Haare mache? Oh, ja. Sag mir einfach, was für eine Frisur du gern hättest und ich mache sie dir. Selbst will. Oh mein Gott. Lass mich gucken. Das habe ich so. Ihr verarscht mich doch, ist. Kann ich nochmal zurück? Was kann ich für dich tun? Überrasch mich. Ich soll wieder entscheiden, ja? Kein Problem, ich schaffe das. Überleg dir bitte, welchen Stil dir am liebsten wäre. Ich hätte ganz gern cool. Ja. Also, was meinst du, gefällt es dir? Du weißt ja sicher, ich kümmere mich gern um deine Haare, wann immer du Lust hast, deinen Typ zu verändern. Komm einfach jederzeit vorbei, wenn du gerade etwas Zeit übrig hast. Ich mache dir die Frisur, die du dir wünschst, egal welche. Und eigentlich würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Ich meine natürlich nur dann, wenn du Zeit hast und es dir gerade passt. Könntest du dann gelegentlich im Studio vorbeikommen und die Kunden bei der Auswahl ihrer Frisuren beraten? Das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Ich meine, ich kümmere mich schließlich ganz allein um diesen Laden. Und bei mir dauert es immer ewig, wenn ich Kunden bei der Entscheidung helfen soll, welche Frisur sie gern hätten. Außerdem kommst du immer auf diese unglaublichen Frisuren, die ich mir selbst nicht ausdenken könnte. Im Ernst, deine Ideen sind ganz fantastisch, ja. Du würdest der ganzen Stadt einen Gefallen tun, wenn du allen dabei helfen würdest, modische Frisuren zu entdecken. Also ich hoffe, du findest von Zeit zu Zeit Gelegenheit, vorbeizuschauen. Wie viele gerade hier sind? Was kann ich für dich tun? Lass mich mal wählen. Ich meine, ich mag die ganz gerne. Und die mag ich auch. Sei mir nicht böse, Mädchen, aber die Haarfarbe geht gar nicht. Okay. Okay, jetzt noch die Farbe. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wo sind denn da jetzt meine Strähnen? Bitteschön. Das hätte ich ganz gern so. 200 hat mich das gekostet. Was läuft bei dir ab? Oh, die Modemesse. Was ist denn da los? Die Rache des Bodyguards. Ach ja, da war ja was. Meine Boutique. Mona! Jill möchte irgendwas. Ach du meine Güte, das ist es. Das Outfit meiner Träume. Ich kann es kaum glauben, dass ich es endlich gefunden habe. Kann mich jemand kneifen? Das muss ich ganz einfach haben. Jetzt muss es nur noch passen. Wäre es möglich, die Sachen mal schnell anzuprobieren? Du dir keinen Zwang an. Läuft bei dir. So soll es also sein. Dieses Outfit kommt mit zu mir nach Hause. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld scheffeln hier. Ganz schön teuer, aber na gut, das ist eine Ausnahme. Bei etwas so Schönem sollte man zugreifen, bevor jemand anderes die Chance nutzt. Aber nun muss ich los. Danke nochmal. Ich würde ganz gerne. Wo war nochmal? Einrichtungshaus. Was machst denn du hier? Oh, was ist denn los? Ich stecke hier in einer Art Krise. Also, das ist jetzt hier ein neues
Einrichtungshaus gibt. Ach, damit geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich hatte mir nämlich überlegt, meine Wohnung flotter und modischer zu gestalten, passend zu mir selbst. Das Problem ist nun ja, ich habe ja zwei kleine Kinder und so. Und sobald das Haus sauber ist, bringen die zwei gleich wieder alles durcheinander und machen Sachen kaputt. Es ist verrückt. Ein Haushalt mit Kindern sauber und fecht und unzerstört zu halten, das ist gar nicht so einfach. Okay. Schwierig, schwierig. Oh, Maika, guten Tag. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Das hat Zeit. Die Kundin ist König. Ihre Belange haben Vorrang. Ach, Sie wüssten aber gerne, was mich da gerade so beschäftigt, ja? Also bald ist ja der Geburtstag meiner Mutter. Und meine Schwester schreibt mir schon, dass ich mich um ein Geschenk kümmern soll. Ich wollte vielleicht ein Turmregal wieder herrichten. Sowas lässt sich doch gut verschenken. Aber ich habe hier gleich zwei davon und ja, welches soll ich nur nehmen? Einmal hätten wir hier etwas Einfaches und dann gibt es noch etwas mit mehr Farbe und Flair. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Zu welchem würdest du mir denn raten? Einfaches gut. Ja, Sie haben recht. Etwas Einfaches fügt sich besser ein und verursacht weniger Aufwand. Na gut, dann das Einfache. Danke für die Beratung. Wer weiß, wie lange ich ohne Sie noch hier herum überlegt hätte. Ach so, und jetzt zu Ihnen. Haben Sie nach etwas für Ihre Ladeneinrichtung gesucht? Schauen Sie sich ganz in Ruhe um. Schließlich sind Sie hier heute meine Retterin. Für die Boutique. Fassade? Ich liebe das, ne? In den Warenkorb. Aber das war nicht das, was ich wollte. Ich weiß, ich muss das jetzt mal ein bisschen teurer machen. In den Korb. Nee, das habe ich ja schon. Ich werde mich in den Arsch beißen. Jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. Vielen Dank. Jetzt ist schon abends und wir haben so gut wie nichts verkauft. Umgestalten. Fassade. Das haben wir ja neu. Das finde ich eigentlich voll hübsch so. Schaufenster. Kann ich mir jetzt mal die Fassade komplett angucken? Ja, das finde ich in Ordnung. Moment mal, was habe ich denn hier für eine Fassade? Ach so, so backsteinmäßig. Nee, das hier, das ist schon in Ordnung. So, jetzt das Mannequin noch. Suche, Marke 106. Na, wenn wir da nichts finden jetzt hier, dann raste ich aus. Bis jetzt sieht es noch gut aus. Das können wir werden. Hast du das Gefühl? Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt mir das. Die Frisur noch. Haarschnitt. Die Pose. Oh, das sieht kokett aus. Das gefällt mir. Ach. Beate ist da. Ja, schön für euch. Erstmal in die Wohnung. Und schlafen gehen.
Wir haben heute ja echt mal nichts erreicht. Wir haben einfach nur sehr viel Geld ausgegeben. Aber wir werden wieder das große Geld machen, wenn wieder irgendwer kommt und sagt, hier, style mich mal für meinen Film, für meinen... Keine Ahnung. Irgendwas ist am Bäckerwagen. Bienvenue, was hätten Sie gerne? Ein Haus, ein Boot, ein Hausboot? Bei mir gibt es aber leider nur normales Brot. Ich weiß wirklich nicht, was Sie mir damit sagen wollen. Heute so wie immer, Mademoiselle. Oui? Netter Versuch, aber das braucht noch mehr Biss. Das muss so knusprig rüberkommen wie die Kruste meines Baguettes. Was ist denn los? Sie machen ja ein Gesicht wie 6 Wochen altes Toastbrot. Aber ich habe keine Lust auf Witzeleien. Also, désolé. Vielleicht treibe ich meine Spielchen manchmal ein bisschen zu weit. Ich muss Sie was fragen. Und das wäre? Was würden Sie tun, wenn Sie ab morgen nicht mehr Brot verkaufen könnten, sondern zum Beispiel Kartoffelhändler würden? Ich denke, ich würde mir eine ziemliche Krise stürzen. Ein gutes Brot zu backen ist nicht nur meine Leidenschaft. Es ist sozusagen der Zweck meines Daseins. Also mein Daseinszweck. Ist Daseinszweck. Okay. Moment, ich hatte irgendwas. Nicht? Nicht, okay. Ach, du schon wieder. Guten Morgen, dieser Standort war klasse, nicht wahr? Ach, nun, heute bin ich hier, weil ich wieder etwas ihre Hilfe brauche. Ich soll nämlich auf dem Poster einer Kleidermarke verewigt werden. Es geht um Marzipan Sky. Naja, und sie stellen doch immer so tolle Outfits für mich zusammen. Die Leute halten mich deshalb mittlerweile für ganz schön trendy. So sehr, dass ich jetzt sogar für einen Katalog fotografiert werden soll. Würden Sie mir vielleicht ein Outfit dafür zusammenstellen? Das Fotoshooting findet im Studio von 910 statt. Ich hoffe, Sie dort wiederzusehen. Aber kein Ding. Mach ich dir. Ich gehe mal in die Talentagentur. Svenjo! Willkommen, Maika. Ah, wir freuen uns immer wieder über Sie. Herr Quinn erwartet Sie bereit. Treten Sie einfach ein, ja? Ja. Maika, vielen Dank. Wer bist du denn? Sie sind also Rosi Stylistin, ja? Ich bin Designer bei Marzipan Sky und freue mich sehr darauf, heute mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich möchte Sie darum bitten, ein paar Outfits für mich zusammenzustellen, wenn es recht ist. Hätten Sie ein Freizeitkleid, das zu den Slippern und Pumps und dem Anhänger aus seiner neuen Kollektion passt? Bitte was? Freizeitkleid. Ja, das war natürlich sehr intelligent. Darf ich mir vielleicht den Anhänger und die Pumps auch angucken, oder... Nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass es blau ist. Nee, das ist kacke. Das finde ich schon eigentlich ganz in Ordnung. Nee, komm, wir nehmen das hier. Das ist es. Ihr hättet mir wenigstens die Slipper und die, also den Anhänger mal ruhig angucken, zeigen können. Oh, das sieht super aus. Das muss ich sofort anprobieren. Meine ja nur. Wäre vielleicht einfacher gewesen, denn was Passendes rauszufinden. Weil jetzt beißen sich das mit den Schuhen. Ich freue mich riesig. Das ist wirklich schick. Ein wirklich tolles Outfit. Oh, wunderbar. Alles sehr gut gewählt. Und jetzt... Noch ein Outer dazu wäre vielleicht ganz gut. Ja, genau, einen schönen Outer, bitte. Ne. Hier. Ja, da zeigt sich Ihr Expertenwissen. Einen Augenblick, bitte. Ich weiß ja jetzt nicht, was sie da... Hat sie jetzt den Armanhänger, der ins Licht gerückt werden soll, oder ihre Kette? Ich freue mich riesig. Das ist wirklich schick. Ein wirklich tolles Outfit. Sehr schön, wirklich sehr schön. Gut.
Dann jetzt meine letzte Bitte. Kennen Sie sich bei Kopfbedeckungen aus? Mütze, Hüte und Mützen und so? Eine Kopfbedeckung wäre das Sahnehäubchen, das das Outfit abrunden würde. Rrr. Kann ich die nicht einfach boxen? Natürlich habe ich nicht das passende Ding, ne? Gefallen tut es mir alle nicht so. Das weiß ich. Das ist so dunkel. Ihr nehmt das ist von allen das kleinere Übel. Da zeigt sich Ihr Expertenwissen. Einen Augenblick bitte. Naja, so begeistert von einem Outfit bin ich ja jetzt nicht, ne? Mädchen. Ich freue mich wirklich. Ach, das ist wirklich schick. Ein wirklich tolles Outfit. Okay, kann's losgehen? Das Outfit ist allerliebst, aber Rosi, Ihr Blick ist es keineswegs. Na los, schenken Sie uns ein Lächeln vom ganzen Herzen. Also gut. Ja, irgendwie funktioniert es gerade nicht. So kenne ich Sie gar nicht, Rosi. Sie sind heute gar nicht Sie selbst. Wirklich, finden Sie? Ich wollte nur möglichst selbstbewusst aussehen. Es wäre ja eigentlich total... Ich war ja eigentlich total überzeugt, dass Sie die perfekte Besetzung für unsere Mode sind, aber... Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Wir können versuchen, die Fotos an anderer Stelle zu machen. Vielleicht bringt das ja was. Gute Idee, aber welcher Ort wäre da wohl geeignet? Einer, an dem Rosi entspannter ist. Ein entspannender Ort. Vielleicht der Bauernhof. Wie? Was? Was für ein Bauernhof? Haben wir überhaupt einen Bauernhof in der Nähe? Ich habe keine Ahnung. Oh, voll schön. Hier machen wir das Fotoshooting. Klasse. Es fühlt sich genauso an wie auf unserem Bauernhof. Wunderschön, so grün und dann dieser weite Blick bis zum Horizont. Sie machen schon einen viel munteren Eindruck, Rosi. In Ihren Augen ist Leben zurückgekehrt. Jetzt posieren Sie einfach ganz natürlich, ohne viel nachzudenken. Geht klar. Hervorragend, so sehen Sie umwerfend aus. Und jetzt, ich weiß, nehmen Sie den Hut ab, sehen Sie in den Himmel und stürzen. Ach, schützen Sie sich mit der Hand gegen die blendende Sonne. Fantastisch, fantastisch. Gut, als nächstes ziehen Sie das Auto aus und versuchen Sie, so lebhaft wie möglich auszusehen. Okay. Wir haben ein paar klasse, paar absolut fantastische Bilder im Kasten. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was unseren Katalog betrifft. Danke für Ihre Hilfe, Maika. Ich war wegen Angeliques Ratschlag einfach zu gehemmt, nicht wahr? Es ist zwar richtig, dass ich selbstbewusst auftreten muss, aber ich muss trotzdem ich selbst bleiben. Wenn ich nicht ich selbst bin, bin ich ein Niemand. Wahre Stärke ist, auf das stolz zu sein, was man wirklich ist. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches Bild auf die Titelseite soll. Welches gefällt Ihnen denn am besten, Maika? Ich finde das sehr hübsch. Dann nehmen wir das. Guten Abend, Rosi. Ach, nicht doch. Ach, so guten... Verdammt. Ohne sie hätte ich es nie geschafft. Vielen Dank. Bäm! Was? Wir haben nicht 1 Euro verdient. Wir haben nicht 1 verdammten Euro verdient. Wer bist du denn? Lass mich raten, du bist Rosis Schwester. Ich habe eine Nachricht bekommen. Luna, ich möchte mich ungern aufdrängeln, aber ich muss mit Ihnen sprechen. Könnten Sie bitte ins Haarstudio kommen? Aber natürlich komme ich für dich sofort ins Haarstudio.
Was? Noch eine Nachricht? Ach du Gott. Arabella hat neue Sachen. Debbie hat neue Frisuren. Blitz verkauft. Okay. Treffen im Haarsalon. Ja, ich bin unterwegs. Entspann dich, ich bin unterwegs. Ich komme überhaupt nicht hier zum Dings. Als erstes gehen wir erstmal zum Bahnhof. Ah, dieses Standbild im Springen im Film von Maya Katins ist so cool. Ich dachte, Standbilder wären out, aber ich weiß, bei ihr sieht das einfach toll aus. Bei ihr sieht alles toll aus. Ich war geflasht, wie toll das aussah. Oh, hey, Maika, wie läuft's? Patricia, ist das die, von der du mir erzählt hast? Ja, das ist sie. Sie hat mein Maya Cadenza Outfit zusammengestellt. Vielen Dank nochmal dafür. Das ist übrigens meine Freundin Katja. Guten Morgen. Guten Morgen, freut mich, Sie kennenzulernen. Wir kommen übrigens auch gerade aus dem Kino. Da lief der neueste Film von Maya Cadenza. Katja ist auch ein großer Fan von Maya Cadenza. Naja, eigentlich... Was? Eigentlich wollte ich ja immer ein großer Fan sein, aber... Wenn ich dich so sehe, dann glaube ich nicht, dass ich das wirklich schaffe. Ach, wirklich? Du hast dir so viel Mühe gegeben, wie Maya Cadenza auszusehen. Sogar ihre Pose bekommst du perfekt hin. Und du kannst ein komplettes Gespräch mit Filmzitaten bestreiten. Ist schon fast gruselig, wie gut du sie nachahmst. Ach, wirklich? Ach so. Nein, das passt schon. Ich verstehe ja gut, wieso du das tust. Maya Cadenza ist halt einfach die coolste. Nicht wahr? Und hör schon auf, du zählst doch zu den treuesten Fans, die ich kenne. Aber war sie nicht toll als Spionin in dem Film? Ihr Make-up war perfekt, selbst nach all den Explosionen. Ich würde auch ganz gern so ein Make-up ausprobieren. Wieso eigentlich nicht? Du kriegst ihren Look so perfekt hin. Ihr Make-up-Stil würde an dir sicher ganz toll aussehen. Was meinst du? Haha, aber wo könnte ich das nur hinkriegen, wenn wir doch nur einen Kosmetiksalon hätten? Ah, Patricia, wir müssen los, sonst verpassen wir noch den Film. Ach stimmt, wir müssen los. Wir haben einen Maya Cadenza Filmtag geplant. Ach du Gott. Wir sehen uns demnächst in der Boutique. Wir haben eine Boutique, also ich meine Kosmetiksalon. Mann ja nur. Rück die Knete raus. Ah, willkommen. Danke, dass du den Weg durch die Kälte auf dich genommen hast. Wir haben sie sich doch bei einem schönen Tee. Ich will mein Geld. Danke, dass Sie für uns da waren, obwohl Sie selbst so beschäftigt sind. Ich weiß, dass ich mich immer darauf verlassen kann, dass Sie unseren Talenten beistehen. Danke dafür. Die will mir mein Geld nicht geben. Was hast du denn für ein Problem? Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Maika. Ich werde für die Rolle in einer Shampoo-Werbung vorsprechen. Dabei sollte ich eine andere Frisur als normalerweise zur Show tragen. Aber ehrlich gesagt kann ich mich für keine Frisur entscheiden. Deshalb habe ich vorgeschlagen, Sie herbeizurufen. Denn als Stylistin wissen Sie sicherlich Rat. Könnten Sie sich mit mir gemeinsam etwas überlegen? Und was wir uns für die Luna überlegen, das sehen wir im nächsten Part. Auf Wiedersehen und bye bye.